Premieren der 108, der See1 und der Aygo teilen das Rampenlicht. Die LED-Scheinwerfer weisen den Weg. Der Intrado-Konzept von Hyundai. Und Sebastian Loeb am Stand Citroën. Der 108, der Aygo, der See1. Diese Drillinge sind eineiig. Sie teilen das gleiche Plattform, das gleiche Interieur und sogar denselben Motor, aber jeder hat seinen eigenen Charakter. Die drei kleinen Stadtautos als Weltpremiere in Genf vorgestellt, zeigen ihre Unterschiede. Aber der kleine Toyota wird mit dem Originalitätspreis prämiert. Ein sehr aggressives und futuristisches Profil, ein großes zweifarbiges X. Wir nennen dieses Design J-Playful Design. Die Werten von den japanischen Jugendlichen hat dieses Design deutlich inspiriert. Man sieht also einen starken Einfluss der Toyota-Kultur in diesem Produkt. Der 108 hat eher eine klassische Anmutung, mit einem Profil, das sich einem Mini 308 ähnelt. Aber jetzt mit Personalisierung, zweifarbiges Finish, 60% von den Käufern sind Frauen. Er hat diese etwas lebenslustige Seite, ein bisschen Glanz. Man kann es fast zum Übermaß individuell anpassen. Also erfüllt es bestimmte Bedürfnisse. Wir wissen, dass die weibliche Kundschaft so ein Design oder Look sehr mag. Immer noch sehr kurz, aber mit mehr Kofferraumkapazität. Der See1 ist praktisch, aber immer noch lebenslustig, auch mit offenem Dach, Airscape-Option. Wir sehen, dass dieses Auto ein sehr sympathisches Gesichtsausdruck hat. Es weckt die Freude beim ersten Blick. Es gibt auch eine Version mit zusammenfaltbarem Dach, mit 3 oder 5 Toren, also mehr Komfort. Die Ankunft einer angeschlossenen Touchscreen modernisiert das Interieur. Die drei kleinen Stadtautos haben die zwei Benzinmotoren, 3 Zylinder von 60 auf 82 PS miteinander gemein. Jede kostet 9.950 Euro. Für welche Drilling schlägt Ihr Herz? Ob klein und rund, lang und groß, gedoppelt oder mandelförmig, mit Edelkristallen besetzt für einen Look bling-bling oder voll LED. Die Scheinwerfer in allen ihren Formen hellen den Salon auf. Die Scheinwerfer sind etwas breiter, aber ein bisschen kurzer auch, also weniger quadratisch. Das verleiht ein schönes Look, also ein ziemlich lustiges Look für die Jugendlichen. Wir bevorzugen diese Scheinwerfer, das ist neu und modern. Das ist der Ausdruck des Autos. Wenn das Auto keinen Ausdruck hat, zieht es auch keinen an. Und natürlich geht es nicht nur ums Aussehen. Dank der Audi Matrix LED-Technologie kann man mit Fernlicht fahren, ohne andere Fahrer dabei zu blenden. Wenn die Kamera ein sich annähendes Fahrzeug erkennt, blendet das System automatisch das Licht ab. Hightech-Autoscheinwerfer für eine starke Markenidentität. Die Sichtbarkeit ist natürlich auch verbessert worden. Man hat also diese T-förmige LED-Autoscheinwerfer mit Tagfahrlichtoptik, die mit den neuen Gesetzgebungen übereinstimmen. Wenn man ein Volvo kommen sieht, weiß man, dass es ein Volvo ist. Das ist deutlich seine Identität. Das heißt, wir werden diese Scheinwerfer in der zukünftigen Auswahl von Volvo sehen. Aber Vorsicht, es könnte lieber auf den ersten Blick sein. Das Konzeptauto von Hyundai ist der große Designliebling am Salon. Konzipiert vom deutschen Peter Schreier, der auch mit Kia und auf den Audi TT gearbeitet hat, verkündet dieses Intrado-Konzept den Start von neuen Stilregeln bei Hyundai. Von der Designperspektive, also im Außen, ist es vor allem interessant, dass die Carbon-Dachrillinge eigentlich Teil von dem Rahmen sind. Also kommt das Außendesign und die Karosserie durch. Und das zeigt das Kernstück, das Skelett, wenn Sie wollen, von dem Auto. Aber trotzdem folgt das Auto einige Trends und den kompletten Oberflächenbelag, die wir sehen, ist viel emotionaler als dem, was wir zum Beispiel bei einem VW-Auto sehen würden. Auf der technischen Seite ist der Intrado auch spitze. Dank einem Kohlefaser-Chassis ist das Auto extrem leicht. Und eine Kraftstoffzelle für den Motor. An eine Batterie verbunden. Das reicht für 600 Kilometer. Überraschungsgast beim Stand Citroën. Der Mann mit 9 Rallye-Weltmeisterschaftstitel besucht den Salon. Ein Monat vor der Eröffnung der Touring-Car-Weltmeisterschaft. Eine neue Herausforderung für den Mann, der in dieser Kategorie als Neuling des Jahres betrachtet werden könnte.
Das ist eine neue Herausforderung, aber es ist schön. Das ist eine neue Motivation nach 10 Jahren Rallye. Ich habe das auf jeden Fall sehr genossen und wir haben auch viele Titel gewonnen. Aber es stimmt auch, dass es sehr motivierend ist, etwas Neues zu haben, eine neue Herausforderung. Also fühle ich mich gut und ich versuche mich bestens vorzubereiten. Die Saison startet am 15. April in Marrakesch. Fast alle die Marken geben uns Tüten. Das werde ich als Andenken behalten. Dann werde ich ein paar Sachen da rein tun, wenn ich zu Hause bin. Man kann die Tüten benutzen, wenn man einkaufen geht. Das ist praktisch. Ich versuche die ganzen Geräte und so eine Weile lang zu behalten. Die Poster in die Tüten, das ist vor allem ein Andenken. Ich habe einen Platz in meinem Schrank, wo ich alle meine Zeitschriften stecke, jedes Mal ich einen Autosalon besuche.